Hallo und herzlich willkommen hier bei mir beim Opa Gamer zu einer weiteren Folge Bausimulator oder Bausimulator. Mit unserem Vincent, der mittlerweile wieder 862.000 auf dem Konto hat. Und wir haben schon ein bisschen was gekauft. Ja, wir machen jetzt weiter hier. Letzte Folge hatten wir ja den Abschnitt beendet. Was war das nochmal? Diese Straße. Genau, und jetzt diese Folge werde ich mal gucken. Mal wieder einen Kampagnenauftrag aufnehmen. Denn wir sind tatsächlich jetzt hier fertig. Ich möchte noch mal ganz kurz in die Statistiken gucken oder ganz kurz mal in die Firma. Das ist tatsächlich jetzt unser Fuhrpark, ne? Wir sortieren nach Dings, Klasse, genau. Die sind alle am Reparieren, werden alle repariert, so muss man sagen. Ja, hier ist ein bisschen mehr zu tun. Werden wir aber gleich dann wohl an der Tankstelle machen müssen. So, Profil. Handbuch brauche ich jetzt erstmal nicht. Fertigkeiten. Ich habe noch einen verfügbaren Fertigkeitspunkt. Mehr Schüttgut laden. Ich glaube, das ist gut. Asphalt. Ich werde den Straßenbau jetzt erstmal zurückstellen. Krangeschwindigkeit. Das ist mir jetzt nicht so wichtig. Geschäftssinn habe ich schon. Hier werden die reduziert. Das ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich mache das hier. Ich denke, das bringt mir am meisten. Ja, online habe ich jetzt noch nicht gespielt. Fertigkeiten hatten wir gerade. Fortschritt. Aufträge 11 und 50. Ach, Standorte haben wir entdeckt. Fahrzeugklassen, Sammlerstücke 4. Vermögen, ja, da fehlt es noch ein bisschen zu 50 Millionen. Firmenerweiterungen, 1 von 24. Okay, Meilensteine. Kampagnen, da haben wir tatsächlich noch sehr wenig. Firma, Warenlager haben wir keines. Finanzen, ja, hier sieht man dieses Hin und Her. Falsche Taste. Ja, Fahrzeugmieten habe ich tatsächlich schon erfüllt. Gibt es 30% Rabatt, das ist ja nicht ohne, ne? Schnellreisen habe ich auch ein paar Mal gemacht. Guck's dir an, also. Drei von fünf, wie ist das gemeint? 24, so, da gibt es Rabatt auf die Schnellreisen, ja. Ich versuche sie zu vermeiden, aber manchmal ist es dann doch nicht zu ändern. So, Karte, Jobs. Gucke ich noch mal ganz kurz hier, ob wir hier was Kleines haben. Könnten wir mal machen, ne? Einen großen Container einfach mal transportieren. Es gibt ja noch wirklich, ja, das da habe ich letztes Mal ganz schön. Okay, egal. 10.000, auch ein Transportgartenanlage hatten wir auch schon. Verkehrsstraße möchte ich jetzt noch nicht machen. Ein Mehrfamilienhaus. So, oder wir gehen in die Kampagnen. Da hatten wir eine. Kulturelles Erbe. Dieser Ort ist voller kultureller Schätze, doch niemand kümmert sich um die Erforschung und den Erhalt. Wenn wir die Geschichte unseres Heimatortes bewahren wollen, müssen wir jetzt handeln. Handeln, ja. Waldwegbefestigung. Weg in die Vergangenheit. Ein immenser Waldwegbefestigung klingt ja auch schon wieder nach Teeren, ne? Ein immenser Hortfund in den umliegenden Wäldern muss dringend geborgen werden, um die Städte im Wald besser zu bewahren, mit einem befestigter Weg benötigt. Könnte was sein, dass da nur ist ja noch nichts passiert, ne? Besprechung. Oberbodenabtrag.
Trage den Oberboden im markierten Bereich ab. Lade das Schüttgut aus dem Mann, transportiere es zum Kieswerk entsorgen. Platziere die Findlinge in den markierten Bereich auf der Baustelle. Kies machen auf jeden Fall mal hoch, das ist Fakt. Ändert sich da irgendwas? Die Kohle ändert sich, ja. So, Erdverdichtung verdichtet die Erde. Und Kies reinfahren, okay. Wir haben tatsächlich alle Fahrzeuge da, die wir hier brauchen. Ne? Oberboden abtragen. Sollte wohl am besten mit dem Radlader sein. Ne? Oder Planierraupe. Lade das Schüttgut, wenn ich den Oberboden abtrage. Also Planierraupe und Radlader. Ja, Radlader habe ich mir schon gedacht. Also, du musst ihn auch annehmen. Machen wir das doch mal. Klingt nicht ganz so viel. Entschuldigung. Gut, das heißt, wir haben einen Auftrag. Wo ist denn das? Da. Was haben wir da in der Nähe? Das Kieswerk ist in der Nähe, da können wir fast schon fahren, ohne Pause, ohne wegzudrücken. Auftragsfortschritt. Ah, da kann ich noch mal reingucken. Okay. Dann machen wir doch mal zuerst den Abtrag. Ist jetzt die Frage, kann ich das nicht auch mit dem Radlader machen? Habe ich überhaupt schon einen Radlader? Ach nee, guck mal, ich habe noch keinen Radlader. Da wäre es mal, also den kleinen, aber den werde ich dafür nicht nutzen. Ich sollte mir mal einen Radlader kaufen. Fakt ist, ich muss jetzt den Das ist jetzt die Frage. So, jetzt pass mal auf. Jetzt müssen wir das mal logistisch richtig machen. Da ist ein Händler. Und da ist ein Händler. Ich jetzt wüsste, ob hier unten irgendwo noch ein Händler wäre. Weil ich dachte, ich hätte alle Materialien, aber zum Abtragen habe ich halt nicht alles da. Das heißt, ich müsste dann doch hier zum Händler fahren. Den Radlader erstmal holen, weil den brauchen wir auf jeden Fall. Dann machen wir das doch. Also kommen doch ein paar Pausen zum Vorschein. Denn ich möchte versuchen, trotz allem immer noch realistisch zu spielen. Das heißt, ich fahre mit dem Teil aus Lager. So, hat er die mir jetzt hoffentlich hier hingestellt? Ja, da hinten. Ja, weiter weg geht's wohl kaum. Habe ich nie ausgelagert. Ich bin auch ein bisschen dappig, ne? Ein wenig verwirrt, der Opa. So, das ist der. Den lagern wir wieder ein. Den brauche ich nicht. Den Muldenkipper brauche ich später, ja. Aber dabei brauche ich den. Die muss ich aber beide reparieren. Fahren wir noch gemeinsam zur Tanke. Reparieren und tanken die. Ups.
Ja, über die Brücke und dann kommen wir automatisch an der Tanke vorbei. Können wir auf dem Rückweg machen, obwohl ich den Rückweg wahrscheinlich hier rüber wähle. Ich versuche jetzt mal ohne Navi zu fahren. Wird mir wahrscheinlich nicht so wirklich gelingen. Also ganz normal raus über die Brücke, als wenn ich Richtung Kieswerk fahren würde. Dann auf die Autobahn, ne? Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Kann ich das wegmachen? Ja. Es ist ein Training für mich, für meinen Schädel. Versuche mir mal möglichst viel zu merken, was wahrscheinlich nicht so gut funktioniert, aber es muss so. Hat seine Gründe. So. Ja, mit dem Direktor sprechen wir gleich. Ich fahre schon mal alles rüber, was ich so brauche. Ja, langsam, aber langsam. Es gibt auch einen Blinker, aber ich weiß die Tasten gerade im Moment nicht so wirklich. Ja, an den Ampeln steht man immer noch recht lange. Aber ich werde dann das jetzt trotzdem abkürzen, ne? Bis später. So, da sind wir beim Händler und noch ein kleiner Hinweis. Herzlichen Dank für die Info. Ich wusste nicht, dass man die Spiegel aktivieren kann. Da fühle ich mich direkt schon wohler. Also ich habe immer gerne so im Blick, was hinter mir passiert. Vor allem, wenn man natürlich in der Innenansicht spielt, ne? Das war super. Gut, also wir nehmen erstmal den Radlader und dann gucken wir mal, ob wir mit dem das hinbekommen. Wenn nicht, müssen wir dann die Raupe auch noch holen. Da überlege ich jetzt tatsächlich, ob ich mir einen kaufe. Den brauchen wir ja doch ständig, das Ding, ne? Ach, der ist ja nett. Ein Bobcat, aber da haben wir ja eigentlich den. Den haben wir ja noch. Radlader Bagger nennt das Ding sich tatsächlich. So. Und das Problem ist. Ja, Problem ist keins. Die sind, glaube ich, von der Größe her dann alle gleich. Dann nehme ich mir mal so einen. Und den kaufe ich. Zack. Ja. Gut. Zack. Ist das nicht schön, wenn man viel Geld hat? Oh ja, das ist ein schöner Koffer. Bei kleinen Arbeiten haben wir immer noch unseren Radladerbagger. So, jetzt kommt der Trick her. Dass wir nur rückwärts fahren können, ne, mit dem Ding. Ja, beim rechten Ausspielen ist es natürlich schwierig, aber hier im linken, da sehe ich recht gut. So, jetzt hoffe ich nicht, dass ich zu weit gefahren bin. Na komm, ich ziehe lieber noch einmal kurz vor. Ist das mir die. Dass mir die Probleme machen. Ich könnte in die Außenansicht gehen, aber versuche es so zu spielen. Ne? Sind sie runter? Ja, perfekt. Guck mal hier. Na, und ich wollte natürlich genau in diesem Feld parken. Ne? Das war natürlich die volle Absicht. Ja.
So, unser neueste Errungenschaft. Ein Mega-Radlader. Und ich setze dich nicht zurück. Okay, also, das üben wir nochmal. Der ist relativ breit. Wir sehen die Felgen und Räder aus, als wären die Modellauto, ne? Ja, man muss einfach gucken, das Ding hat eine gewisse Breite und die muss man gucken halt, ne? So, der wird jetzt sowieso in die Richtung gerückt, wenn ich ihn festmache. Ja. War aber fast gut, ne? Fast gut. So, einsteigen. Klappe zu. Noch einmal kurz gucken. Nächster Weg zur Baustelle. Ne, will ich ja gar nicht. Ist natürlich hier über die Autobahn. Ja. Genau. Gut. Pass mal auf, ich muss das jetzt. Wieso bringt er mir das jetzt trotzdem noch? Aber ich glaube, ich habe gesehen, dass man das Navi abschalten kann. Ich brauche das nicht, ich will das nicht mehr. Ist das im Spiel? Navigationshilfe weg. Zielposition. Ah, die brauchen wir, glaube ich, ne? Was machen wir, wenn die weg ist? Was passiert denn dann? Ja, okay, wie soll ich denn dann wissen, wo das würde hin? Ich probiere das jetzt mal. Das will ich jetzt wissen, was das bedeutet. Wenn ich das ausgeschaltet habe. So, aber das Navi ist jetzt mal weg. Ich will kein Navi. Das Striche, dass da immer das da läuft und das verwirrt mich nur. Am besten lernt man so eine Map kennen, wenn man ohne Navi fährt. Das gibt es eigentlich auch im Real Life auch so, ne? So, ich muss natürlich jetzt. Das kleine Ding nutze ich ja trotzdem noch. Das ist ja natürlich auch blöd, ja. Kann man das eigentlich auch abschalten? So, muss ich jetzt hier auffahren? Ne, ich muss da vorne auffahren. Ich muss ja in die. Ne, ich muss hier auffahren. Einmal gucken, darf ich. Ja, hier muss ich drauf. Was war das? Ampel. Hat eine Ampel. Na gut. Achso, der macht das jetzt trotzdem noch blau. Ich will das aber nicht. Was soll denn das? Weg. Jetzt habe ich es, ne? Jetzt habe ich es weg. Gut. Au. So, ja, okay. Ich bin etwas verwirrt.
Gut, soll ich euch jetzt mitnehmen hier? Ja, komm, ich nehme euch mal mit. Dabei bin ich schon auf die Autobahn gefahren, damit ich hier keinen Ampel überfahre und keine Stoppschilder und keine. Ah, Rückspiegel sei Dank. Zumindest der linke. Da kommt nix. So. Ja, der nächste Auftrag wird mal wieder mehr mit Kran sein. So ein Haus oder irgend sowas. Mal gucken, was es gibt. So, jetzt muss ich da vorne mit Sicherheit abfahren und dann links. Oder? Nee. Ja, doch. Da kann ich doch gar nicht links. Ah, nee, ich muss eins weiter. Ja, Entschuldigung. Ich muss eins weiter. Ich muss auf die andere Seite von der. Jetzt muss ich ja wieder rechts fahren. Hier geht's runter, ja. Sehr schön. Auch bin ich froh mit meinem Außenspiegel. Das ist so beruhigend, wenn ich da hinten sehen kann. Und das ist auch im Real Life so. Und ich brauche meinen Außenspiegel. Ich muss immer sehen, was um mich herum passiert. Ja. So. Ja, für die weiten Strecken werde ich wohl jetzt immer schön die Autobahn hier nutzen oder die Schnellstraße oder Bundesstraße oder was auch immer. So, hier geht wieder die seltsame Spur nach da. Aber hier sollten wir natürlich aufpassen. Hier haben wir auch schon wieder die erste Ampel. Und da ist eine Tankstelle. Da werde ich wohl gleich mal reinfahren. Jetzt zwar noch ein bisschen Zeit, aber ich kenne mich ja. Jetzt denke ich dran und in 10 Minuten habe ich es vergessen. Deshalb werden wir das Ding hier tanken und reparieren. Ja, mal gucken, ob ich mit dem langen Vehikel hier reinkomme. Ja, ich habe das mit der Kamera auch geändert. Ich muss da keinen Knopf drücken. Außer ich will nicht, dass er feststeht. Mit dem Reparieren repariert der dann auch automatisch den Anhänger. Muss ich mal eben gucken. Offensichtlich ja. Würde ja auch keinen Sinn machen sonst, ne? Wieso ist denn jetzt schon wieder das Ding an? Ah, der setzt dann hier auf jeden Fall einen Punkt, ne? Markierung setzen. So, jetzt hier links und dann wieder rechts und dann sind wir an der Baustelle. Da müssen wir noch unsere Mulde holen fahren. Obwohl, es ist nicht weit. Es ist nicht weit. Die kann selber hier rüberfahren. Jetzt realistisch spiele, müsste ich mit dem LKW rüberfahren, ne? Die holen. Das müssen wir jetzt sowieso erstmal mit dem guten Mann da sprechen oder Frau oder was auch immer, ne? Schön. So, einen wunderschönen guten Tag. Ah, hallo und herzlich willkommen im städtischen Waldgebiet, dem Bärengrund. Ich bin übrigens Professor Dr. Schmidt und leite das Historische Museum. Schön, dass du hierher gefunden hast. Erst kürzlich wurden nämlich unweit dieses Weges historisch bedeutsame Funde beim alten Kloster gesichert. Wenn wir sie von dort wegbekommen können, kann ich sie im Museum untersuchen. Damit die schweren Baufahrzeuge im Gelände keine Probleme haben, halte ich es für sinnvoll, den vorhandenen Forstweg zu befestigen.
Okay, ja. Da bin ich auch wieder. Jetzt habe ich irgendwas gemacht. Ja, Oberbodenabtrag. Okay. Gehen wir uns das mal angucken. Ich glaube, ich lasse den Tieflader hier stehen. Das Stück können wir fahren. Oberboden abtragen. Der Zug. Aha, okay. Das kann man nicht beim Radlader. Also richtig logisch ist es ja nicht, wenn ich den Oberboden abtragen soll. Warum schlägt ihr mir eine Planierraupe vor? Aber ich bin ja sowieso jemand, der seine eigenen Ideen reinbringt. So, mal gucken. Wo ist denn jetzt mein Haus? Hier. Okay. Ich lade das Ding jetzt erstmal ab. Da gucke ich erstmal, ob das überhaupt funktioniert. Aber man soll das Zeug ja wegfahren, ne? Haben sie gesagt. Das wird ja heißen, ich müsste zuerst. Oh ja, ich sollte die Schaufel hoch machen, wenn ich so runterfahre, ne? Ich muss das jetzt erstmal ausprobieren. Ich muss also abtragen, die Erde dann irgendwo lagern, weil ich muss das Zeug ja wegfahren. Das war ja der Halt. Ja, beim Arbeiten muss ich mit der Kamera natürlich gucken. Naja, er trägt ab. Würde sagen, das geht, ne? Wären 10%. Ja, jetzt brauche ich halt nur die Mulde, um das Ganze dann auch wegfahren zu können. Guck mal lieber noch einmal in den Job rein. Das ist ja mit Sicherheit kein. So, Oberbodenabtrag. Trage den Oberboden ab. Die schlagen da tatsächlich nur Planierraupen vor, warum auch immer. So, verlade das Schüttgut aus dem markierten Bereich und transportiere es zum Kieswerk. Also, fahren wir jetzt rüber, hole die Mulde. Ja, ich könnte aber das jetzt offline machen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, um das Ganze zu machen, ne? Würde ich doch sagen. Sonst zieht das sich wieder zu lange jetzt hin mit der Fahrerei. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zugucken und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Opa Gamer. Tschüss.